Mein Name ist Martin Wölke und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik, Part 7. Nachdem wir nun gelernt hatten, die ersten drei Wissenschaftspakete zu bauen, dynamisch habe ich das ein bisschen vorbereitet für die anderen Pakete. Hier stellen wir alle Vorprodukte her, die man braucht, um das hier zu bauen. Ich stelle auch grüne Platinen her. Grüne Platinen brauchen nämlich nur Eisen und Kabel. Kabel braucht Kupfer. Kupfer habe ich sowieso schon, also kein Problem. 8 Produkte liefere ich noch an. Fluggestelle, Produktivitätsmodule, blaue Platinen, rote Handgranaten, Mauern, Lichtbunde und leichte Werkstoffe. Und natürlich ist alles immer so eingestellt. Guckt sie rüber. So eingestellt, nur eine übergeben. Einen Gitter lesen, einen Puls machen und ich stelle die Stangen her. Warum stelle ich Stangen her? Dann kann ich nämlich auch Schienen machen. Stahl habe ich sowieso, Eisen für die Stangen habe ich auch. Muss ich nur noch einen ganz normalen Grundstoff, nämlich Steine haben. Und das habe ich sowieso im Vorratslager. Gut, die Produkte werden in der ersten Stufe überhaupt nicht gebraucht. Die werden nicht hier fortgebraucht, also per Tunnel hier rüber. Hier werden sie aufgelegt und dann muss ich sie noch alle richtig einstellen. Das sind die Schienen, eine kleiner N. Wir sehen hier over das hier. Das hier sollte N sein und das ist, was ist M hier? Mal gucken. Ah, da ist einiges durch ein LM. Naja, MNO ist richtig, also N, da steht noch nichts drin, wir übernehmen hier die Einstellung von dem Fluggestelle, Produktivitätsmodule, blaue Platinen, rote Platinen, aktivieren, Schaltgröße 1, hier sind es Handgranaten, Mauern, Lichtbogenöfen, leichte Werkstoffe. Auf lila überwachen, auf gelb überwachen. Jo, das sieht jetzt mal so aus, wie es sein sollte. Wir starten das jetzt mal und beobachten, wie es läuft. Und wenn es hakelt, gucken wir einfach mal, wo es denn hakelt. Ne? Also, anschalten. Was passiert? Hier passiert gar nichts. Jawohl, Martin wieder vergessen, alles auf 0 zu stellen. Ne? Wieder der alte Fehler. Da steht noch irgendwas drin hier, jawohl. Also, aus alles. Gut, neues Spiel, neues Glück. Nächster Versuch. An. Okay, die arbeiten alle. Der blaue produziert was. Der tut nichts, hat ja auch noch keine Schienen. Gut, wollen wir mal gucken. Also, Förderbänder werden produziert, Kupfer wird übergeben, Zahnräder werden übergeben. Greifer werden produziert, Munition nicht, kein Kupfer. Wo liegt es dran? Kupfer, ja, das geht hier alles bei drauf. Mal gucken, wie viel wir hochlaufen hier. Na gut, das ist eine Frage, bis der Puffer eben voll ist hier. Dieser dynamische Puffer und dann ist auch Kupfer da um. Jawohl, jetzt kommt hier auch Kupfer an, legt los. Was macht die Motorenproduktion? Stahl hat sie, Zahnräder hat sie, Röhren hat sie. Und was machst du? Du wartest auf Steine. Warum hast du keine Steine? Aber ich kann nicht rübergreife. Also mal schön einen langen Greifer nehmen. So, dann hat er Steine. Die brauche ich auch nicht zählen, die Steine, weil die nehme ich mir einfach so, wie ich sie brauche. Jawohl, der braucht noch Stahl. Stahl kommt dann nach und nach. Gut, also erstmal im Prinzip, die arbeiten schon alle. Der fängt an zu arbeiten. Und was machst du hier? Du wartest jetzt auf Schienen. Ja, Schienen auch mal 30 Stück für. Das wird noch ein Problem werden, aber wollen wir erstmal sehen, ob wir alles zum Laufen gekriegt haben. Jawohl, du arbeitest auch. Gut. Also wir müssen einfach mehr Kupfer drauf kriegen auf das Förderband und zwar schneller. Das heißt, das wird aber mal gucken, da ist auch noch Platz drin. Das können wir hochsetzen.
Das ist jetzt noch ganz frei. Und die Belegung angucken, ne? Ach, Kabel abgemacht. Ja, setzen wir das mal auf 60. Das nächste hier können wir auf 40 setzen. Also, oh, hier setzen wir nochmal 50 erstmal und N setzen wir auf 40. Gucken wir mal, wo die Defizite liegen. Aber guck, ein bisschen mehr drauf kriegen. Das heißt, ich mache einfach einen weiteren Greifer hin hier, der über die Ecke arbeiten soll. Das heißt, den muss ich auch noch an das Signalnetz anschließen und an das rote muss er auch angeschlossen werden. So, das heißt, ich packe jetzt einfach deutlich schneller auf. Ja, schaffen wir es auch da schnell noch aufzulegen. Das heißt, die arbeiten alle. Warum aber das du jetzt nicht? Oh, das ist sehr. Hier, das ist lahmarschig. Sehen wir das hier? Boah, warten wir, warten auf Kupfer. Und wie lange brauchst du hier? Der ist etwas langsam, der große Greifer. So, du arbeitest nicht. Worauf wartest du? Du wartest wieder auf Kupfer. Ist immer noch Platz offenbar. Ich muss einfach dafür sorgen, dass einfach mehr Zeug da ist. Das ist der Nachteil bei diesen Sushi-Bells. Muss immer überall alles da sein. So, hier kann man schon sehen, der arbeitet durch. Wie sieht es hier aus? Also Munition ist etwas wenig da. Alte Werkstoffe könnten auch mehr da sein. Schienen geht inzwischen. Also muss hier ein schneller Angreifer haben, muss einfach schneller sein. Ne? Mal schnell ein paar herstellen. Oh, kein Material. Kein Problem. Na gut, das war's erstmal. Über das Tuning werden wir gleich noch ein bisschen nachdenken. Gut, bis dann zum nächsten Teil.